Nach einem kleinen technischen Problem und der Hilfe des heiligen Antonius, der uns jetzt ganz konkret geholfen hat, können wir uns mit Ihnen wieder verbinden und wollen wir zusammen das Fest des heiligen Antonius begehen, Antonius von Padua. Der große heilige Mann lebte vor über 800 Jahren und bewegte die Menschen damals, wie er sie auch heute noch bewegt. Warum hat unsere Klostergemeinschaft so eine Liebe zu diesem heiligen Mann? Weil 1644, damals waren die Schwestern noch auf der Anhöhe vom Kap, wenn sie dort das Bauernhaus sehen, über den Kopf spazieren, dann hat es einen Aussichtsplateau und wenn Sie dort hinunterschauen, sehen Sie zwei eindrückliche Lindenbäume und zwischen diesen ist unser Bildstöckli, wo das ursprüngliche Bauernhaus stand, wo unsere Schwestern begonnen haben. Und es war dort, wo ein Jüngling 1644 der Frau Mutter zwei Bilder brachte und er wollte es gerne eines dieser Bilder ihr verehren. Und sie wollte es erst gar nicht annehmen und wollte ihm dann dennoch etwas auch verehren. Und wo die Pförtnerin nach ihm Ausschau hielt, nach dem jungen Mann, obwohl es auf der Anhöhe war und man weit und breit schöne Sicht hatte, war dieser junge Mann verschwunden. Und es war genau diese Ähnlichkeit zu diesem Heiligen, die den Schwestern zeigte, sie sollen diesen heiligen Mann besonders verehren. Und innerhalb kürzester Zeit wuchs eine große Liebe zum heiligen Antonius. Und viele Menschen pilgerten zu diesem Bild, zu diesem Gnadenbild, um Heilung zu bekommen, um durch ihn Dinge zu finden, die sie verloren haben oder auch einfach um Schutz zu bitten. Als großer Fürsprecher fühlten sie sich bei ihm geborgen und war er ihnen vertraut. Auch ist er vertraut durch diese liebende Rede zu den Fischen zum Beispiel, die sehr bekannt ist. Aber auch noch heute erleben wir, dass der Heilige Antonius verehrt wird, auch wenn wir Versicherungen haben, auch wenn wir die Medizin haben. So wollen wir mit ihm heute Gott anbeten, Gott suchen und Gott in unser Herz hineinlassen. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Wie die Schwester Emanuela schon gesagt hat, feiern wir heute das Fest des heiligen Antonius von Padua. Ich habe gehört, dass Portugiesen sehr allergisch sind, wenn man sagt Antonius von Padua, weil er in Lissabon geboren ist, aber Gott hat ihn nach Italien geführt und dort hat er auf besondere Art und Weise gewirkt. Er ist eine ganz besondere Person, aber das bedeutet nicht, dass er keine Versuchungen erfahren hat, dass er keine Fehler begangen hat. Er hat um diese Nähe Gottes gekämpft. So wollen wir nach seinem Vorbild auch um unsere persönliche Heiligkeit kämpfen. All das, was uns auf unserem Weg zu Gott hindert, was uns von Gott und voneinander trennt, wollen wir jetzt Gott anvertrauen und ihn um sein Erbarmen, um seine Barmherzigkeit bitten. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld, durch die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde, Schuld, alles, was uns belastet, damit wir mit reinem und frohem Herzen diese Feier begehen. Lasst uns beten. Auf die Versprache des heiligen Antonius vertrauen wir Gott unsere Bitten, unsere Anliegen an. Dieses Gebet, das auf Lateinisch Collecta heißt, möge alle diese Bitten, Anliegen zusammensammeln und vor Gott bringen. In unser Gebet schließen wir auch unseren verstorbenen Mitbruder, Pater
Walter Sieber an, der gestern nach einem längeren Kampf gegen die Depression heimgegangen ist. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deiner Kirche im heiligen Antonius von Padua einen machtvollen Verkünder des wahren Glaubens und einen Helfer in der Not geschenkt. Gib, dass wir nach seinem Vorbild ein christliches Leben führen und in allen Nöten deine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. So wollen wir darauf hören, was Gott uns durch sein Wort sagen will. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Ich betete, und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte, und der Geist der Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zeptern und Thronen vor. Reichtum achtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. Keinen Edelstein stellte ich ihr gleich, denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand, und Silber gilt ihr gegenüber so viel wie Lehm. Ich liebte sie mehr als Gesundheit und Schönheit und zog ihren Besitz dem Lichte vor, denn niemals erlischt der Glanz, der von ihr ausstrahlt. Zugleich mit ihr kam alles Gute zu mir, unzählbare Reichtümer waren in ihren Händen. Ich freute mich über sie alle, weil die Weisheit lehrt, sie richtig zu gebrauchen, wusste aber nicht, dass sie auch deren Ursprung ist. Uneigennützig lernte ich und neidlos gebe ich weiter. Ihren Reichtum behalte ich nicht für mich. Ein unerschöpflicher Schatz ist sie für die Menschen. Alle, die ihn erwerben, erlangen die Freundschaft Gottes. Sie sind empfohlen durch die Gaben der Unterweisung. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Erlesenes Silber ist die Zunge des Gerechten, die Lippen des Gerechten leiten viele. Alleluia, Alleluia.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre. In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Warum feiern wir schlussendlich Gedenktage und Feste von verschiedenen Heiligen? Wir glauben ja an Gott. Er ist im Zentrum. Er, nur er, tut Wunder. Von ihm bekommen wir alle Gaben. Warum verehren wir also die Heiligen? Warum bieten wir um verschiedene Gnaden und kommen zu diesen Heiligen? Ihre erste Aufgabe ist, dass sie ein Vorbild für uns seien. Sie sollen uns daran erinnern, dass es wirklich möglich ist, Jesus in dieser Welt nachzuahmen. Sie haben das geschafft. Und sie sind ein Beweis dafür, dass das auch für uns möglich ist. Und sie sind unsere Freunde, Freundinnen, die für uns beten, die uns Gnaden erbieten. Heute gedenken wir des heiligen Antonius. Was können wir von ihm lernen? Ich meine, dass wir seine Lebensgeschichte gut kennen. Er war ein ausgezeichneter Prediger, wurde zum Kirchenlehrer, trägt sogar den Titel Doktor Evangelicus. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wie viele von seinen Predigten kennen wir? Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, so habe ich ein paar Texte von ihm gelesen. Aber er ist nicht bekannt, weil er gut gepredigt hat, weil seine Reden Menschen noch heute bewegen. Er ist in der ganzen Welt bekannt, weil er ein besonderer Fürsprecher ist. Viele Menschen, vielleicht auch wir, haben seinen Beistand, seine Hilfe in verschiedenen schwierigen Situationen erfahren. Aber das soll uns nicht wundern. In einer von seinen Predigten hat er gesagt: Die vom Heiligen Geist erfüllt sind, reden in vielen Sprachen. In Demut, Armut, Geduld
oder Gehorsam. Wir reden in ihnen, wenn wir sie anderen durch unser Tun beweisen. Darum beschwöre ich euch, lasst die Worte verstummen und an ihrer Stelle die Taten reden. Worte haben wir mehr als genug, dafür aber an Werken großen Mangel. Und so viele Wunder, die dank seiner Fürsprache geschehen sind und immer wieder geschehen, bestätigen, dass seine Worte nicht leer waren. Er hat das gelebt, was er gepredigt hat. Und bis heute dürfen wir das erfahren. Mehr als seine Worte sprechen uns, sprechen viele Menschen seine Taten an. So kommen wir an seinem Fest voll Vertrauen zu ihm und rufen wir ihn in unseren Nöten an. Aber lernen wir etwas von ihm. Sein Leben war so reich, so voll, dass jeder und jede von uns etwas von ihm sozusagen mitnehmen kann. Das, was mich ganz besonders betroffen hat, ist sein Alter. Wissen Sie, wie lange er gelebt hat? Wieder eine Prüfung. Figuren und Bilder stellen einen älteren Mann dar. Aber er ist gestorben, als er 36 war. Priesterweihe hat er im Alter von 25 Jahren empfangen. In Italien hat er nur 10 Jahre gewirkt. Und trotzdem hat er so viel getan. Wenn man intensiv mit Gott erlebt, braucht man nicht 100 Jahre, um etwas zu tun. Bieten wir auf seine Fürsprache nicht nur für unsere Nöte, nicht nur um Wunder. Bieten wir, dass wir unsere Zeit sozusagen intensiv mit Gott erleben können. Wir wollen den heiligen Antonius in seinem Glauben, in seinem Vertrauen nachahmen. So bekennen wir uns wieder zu Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, gestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und den Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gepriesen sei Christus, der Quell des Lebens und der Ursprung aller Tugend. Zu ihm lasst uns beten. Herr, du hast die Jünger in alle Welt gesandt, der ganzen Schöpfung das Evangelium zu verkünden. Lass alle Verkünder aus deinem Geiste leben. Du stehst allen Predigern bei und bekräftigst ihr Wort. Mache sie zu glaubwürdigen Zeugen deiner Auferstehung. Du hast deiner Kirche den Auftrag gegeben, den Frieden zu bringen. Stärke sie in ihrem Beitrag zum Aufbau der neuen Welt. Du willst, dass alle eins sind, für alle, die noch nicht an das Evangelium glauben, in die Gemeinschaft der Kirche. Du bist das ewige Leben. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden ruhen, und gib ihnen Anteil an deinem Reich. Herr Jesus Christus, du hast in deiner Kirche den heiligen Antonius zum Verkünder deines Wortes berufen. Öffne unsere Herzen für dein Wort und lass uns treue Diener deines Wortes sein, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Schöpfer der Welt, du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Du bist uns in Ewigkeit, Herr.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr unser Gott, sieh auf die Gaben, die wir dir am Gedenktag des heiligen Antonius weihen. Da wir getreu seiner Weisung uns selbst dir schenken, nimm mit dem Opfer des Lobes uns alle an. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und das Werk deiner Gnade zu preisen. Denn in den Heiligen schenkst du der Kirche leuchtende Zeichen deiner Liebe. Durch das Zeugnis ihres Glaubens verleihst du uns immer neu die Kraft, nach der Fülle des Heiles zu streben. Durch ihre Fürsprache und ihr heiliges Leben gibst du uns Hoffnung und Zuversicht. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wir aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Markus und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Antonius von Padua und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Kommen wir voll Vertrauen zu unserem Vater, wie uns der heilige Antonius lehrt. Und rufen wir nicht nur mit den Worten, die uns Jesus gelehrt hat, aber vor allem mit unseren Herzen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld. Nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Versuchung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, du hast zu deinen Aposteln gesagt,
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir dich, Herr, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Um diesen Frieden bitten wir und diesen Frieden schenkt uns Jesus, der mitten unter uns ist. Empfangen wir diesen Frieden von ihm. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und diesen Frieden wollen wir symbolisch weiterschenken. Friede sei mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, in diesem Mahl haben wir Christus, das Brot des Lebens, empfangen. Gib, dass wir auf ihn hören, der unser wahrer Lehrer ist. Hilf uns, dass wir nach dem Beispiel des heiligen Antonius allezeit deine Wahrheit suchen und sie in Werken der Liebe bezeugen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Vielen herzlichen Dank für gemeinsames Gebet. Wie an jedem Sonntag wollen wir noch ein bisschen Zeit mit Jesus verbringen, mit Jesus, der mit uns und für uns im allerheiligsten Sakrament bleibt. Brot vom Himmel hast du uns gegeben, indem wir alle Seligkeit finden. Lasst uns beten. Gott, du hast uns in dem wunderbaren Sakrament das Andenken an dein Leiden hinterlassen. Wir bitten dich, lass uns das heilige Geheimnis deines Leibes und Blutes so verehren, dass wir die Frucht deiner Erlösung alle Zeit in uns erfahren, der du lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.